Hey, meine Lieben, neues Video von mir. Und zwar möchte ich mich jetzt nochmal zu der Sache mit Erik Sindermann auch äußern. Und viele haben ja mein Video gesehen, viele stimmen mir auch zu in dem, was ich gesagt habe. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite. Und es ist ja immer mehr als fair, wenn man beide Seiten dann auch irgendwie anschaut, ja. Und es geht jetzt konkret erstmal um einen Bildartikel, der heute erschienen ist. Und den blenden wir gerade mal hier ein. Ja, also gewürgt, Rausschmiss für dieses Paar. Ich hatte das im Vorfeld irgendwo auch mal mitbekommen. Allerdings habe ich da direkt damals nachgefragt, ob das denn stimmt. Und das hat mir Katha selber bestätigt, dass das nicht stimmt. Deswegen, und das habe ich auch nie behauptet. Ja, also, aber es wird hier eben behauptet, dass er sie in den Würgegriff genommen hätte. Das ist jetzt eine Sache, die glaube ich so, muss ich sagen, nicht. Ich habe gesehen, er war halt auch echt wütend, er war angetriggert, er war wütend. Das ist ja auch durchaus, durchaus auch legitim, ja. Na, aber er sagte ja selber dann auch in seiner Insta-Story, aber da komme ich gleich nochmal auf das Video von Insta-Cringe. Das möchte ich nämlich auch nochmal gerade gerne mit kommentieren. Das werde ich euch auch unten verlinken direkt. Das Insta-Cringe-Video, wo er bei Instagram nämlich Stellung bezieht und Stellung nimmt, ja. Ja. Also hier ist es allerdings so jetzt in dem Artikel. Ich muss jetzt gerade nochmal ein kleines bisschen scrollen. Wo war das jetzt nochmal? Also das mit der Gewalt, das habe ich jetzt hier auch, diese Story habe ich das erste Mal gesehen. Ich gucke nicht so viel und alle Stories an. Also dass er durchaus aggressiv war und sich mitunter nicht im Griff hatte, das kann man ja bestätigen. Das ist ja jetzt auch, also das haben wir ja auch alle gesehen. So, aber das mit der Gewalt haben wir eben nicht gesehen. Und es ist jetzt so, dass hier unten eben steht, auf die Vorwürfe reagierte ein RTL-Sprecher knapp mit, da ist nichts dran. Okay, man könnte jetzt natürlich die Produktionsfirma fragen. Man könnte natürlich sagen, okay, man kann dieses Material nochmal rausgeben, denn es wurde ja alles mitgefilmt und so weiter und so fort. Ne? Erik war auch ein bisschen sauer, weil ich hatte ja auch ein Interview gegeben und mit ihm ja auch kurz vorher gesprochen. Dass ich so heftig reagiert habe, deswegen habe ich auch manche Passagen nochmal aus dem Video rausgeschnitten. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Ich bin eigentlich nicht so für Zensur, aber ich denke so mit der einen oder anderen Aussage war ich vielleicht doch auch ein bisschen zu harsch. Ja, man muss sich auch immer, finde ich, selber ganz gut reflektieren. Vor allen Dingen, wenn eben halt auch mal was schief geht, ja. Und ich bleibe aber trotzdem bei der Meinung, dass sehr viel inszeniert ist von seiner Seite, ja. Um Sendezeit zu generieren, ja, wie auch das mit dem Bastard, das sehe ich einfach so, das war für mich nicht echt, das fühle ich auch nicht und dann kann ich auch nicht sagen, dass, also kann jetzt nicht irgendwie sagen, das war vielleicht doch irgendwie alles ganz lustig, aber das, weil ich es nicht, fand es nicht lustig. Und für mich war es aufgesetzt, also das ist ja auch das, weil ich bin ja auch hier, um das zu sagen, was ich sehe, was ich fühle. Jetzt kriege ich natürlich aber auch ein ganzes Stück weit nochmal Hate und Stress im Internet. Und zwar, weil ich ja gesagt habe, bei diesem Artikel, der heute erschienen ist, bei Promis und mehr. Jetzt muss ich den gerade nochmal kurz holen. Moment. So. Also, ich lese euch den mal kurz vor. Na, beziehungsweise, ne? Such, ja. So, erstens, Erik Sindermann mit Aggressionsproblemen im Sommerhaus, ja. Ich habe gesagt, ich weiß, er hat viel schlimmere Worte benutzt. Ich weiß, er hat auch am Bett gerüttelt. Das wurde mir also unabhängig bestätigt, dass er das gemacht hat. Oder eben, er sagt, nein,
Kann mich ja auch nur auf das verlassen, was ich gehört habe, ja. Und wie gesagt, das mit dem Würgen habe ich nicht gehört, ja, beziehungsweise das wurde klar gesagt, aber das war nicht so. So, und da habe ich auch nichts in dem Punkt dann dazu gesagt. Aber dass wohl an dem Bett gerüttelt wurde. Und das haben mir tatsächlich drei Leute bestätigt, ja. Jetzt sagen natürlich manche, es soll die Quellen preisgeben, muss ich aber nicht, ja. Und ja, so. Also das ist schon mal das. Dann sieht man hier natürlich auch, und ich weiß auch von ihm, dass er früher wirklich auch mal Probleme hatte, dass er aber wohl daran gearbeitet hat. Aber er ist hier wirklich getriggert und es ist so, ich habe gesagt, es sind hier alle Muskeln angespannt und die Halsschlagader schlägt. Er hat deutliche Aggressionsprobleme. Also es kann natürlich auch wirklich sein, dass er so getriggert war. Aber es ist einfach eine Wut und zu sehen, ja, die ist ja da. Ob die jetzt berechtigt ist oder nicht, das beurteile ich hier ja gar nicht. Ich kann ja nur sagen, was ich sehe, ja. Und so, dann haben die anderen ja auch sehr schockiert geguckt. Und Katha lag im Bett und hatte da auch wirklich Angst. Es ist ein bisschen Täter-Opfer-Umkehr, ne? Und über Eriks Ausraster hat natürlich zum einen Katha gesprochen und dann kenne ich noch so den einen oder anderen drumherum, der noch im Sommerhaus war. Das kann ich aber jetzt nicht sagen, weil das ist, das werde ich auch nicht tun, muss hier keine Quellen belegen, beziehungsweise muss ich hier jetzt nicht irgendjemand ankacken. Ja, aber es wurde mir erzählt und ich erzähle euch nur etwas, wenn ich mindestens eine doppelte Bestätigung habe, dann ist da was dran. Ne? Was ich aber jedenfalls sagen kann, ist, dass er viel, viel, viel schlimmere Sachen gesagt hat und auch am Bett gerüttelt hat. Das muss unmittelbar nach der Szene gewesen sein, wo er auf die Kissen geschlagen hat. Ja? So. Die mutmaßen jetzt, dass es Produktionsmitarbeiter sind, wie auch immer. Ich sage dazu jetzt einfach nichts. Ne? Und so, auch hier steht von einem Würgen spricht Michael nicht. Das kann er auch nicht bestätigen, weil wie gesagt, das wurde mir sofort dementiert. Deshalb kann ich auch diesen Bildartikel nicht gutheißen, der da ist, weil das ist dann wirklich Rufmord und das muss man einfach dann auch so lassen, ne? Ne? So. Er macht natürlich klar, Täter-Opfer-Umkehr, das habe ich gesagt, das finde ich nach wie vor auch so, das kann ich als Psychologe auch sagen, dass das mein Empfinden ist, ja. Und natürlich gibt es auch Situationen, in denen der Mann das Opfer ist, das bestreite ich ja gar nicht, ja. Aber mein Gefühl und das, was ich gesehen habe, es haben immer zwei Parteien Schuld an einer Eskalation. Allerdings ist es eben auch so, dass ich auch eine Verantwortung trage, wenn ich in so einem Format bin, wenn ich drin bin, dann muss ich irgendwie schauen, wie ich das kanalisiere, weil letzten Endes ging er ja wirklich rein für Fame, jetzt hat er einen Fame, aber einen Scheiß-Fame, ja. Und ich glaube, dass er hätte wirklich mit Humor, mit lustigen Geschichten, mit unterhaltenden Aktionen viel, viel, viel mehr punkten können als da damit. Ja, ob das jetzt nur an ihr lag oder nicht, das möchte ich jetzt gar nicht so weit gehen. So, schauen wir uns mal das Video an von Instacringe. Wie gesagt, Video verlinke ich euch natürlich. Eine Person zu in einem Reality-Format. Das, was da behauptet wird, es ist wirklich eine Sache, wo ich echt sage, jetzt will man wirklich auf den Boden bringen und wirklich mein gesamtes Leben kaputt machen. Also da kann ich in diesem Falle auch bestätigen, dass das nicht stimmt. Also das muss man jetzt einfach sagen, ne? Gut, hier schreibt jetzt Instagram, erst kürzlich behauptete Eriks Ex-Freundin Katha, dass er sich ihr gegenüber kurz vor dem Sommerhaus aggressiv verhalten haben soll. Das hat sie ja auch drin gesagt, dass es eine Situation gab, kurz vor Einzug. Und dass er eben zwei Seiten hätte. So, also
ganz ehrlich, bei all der Wut hätte mir Katar gesagt, ja, er hat mich gewürgt. Aber das hat sie wirklich, hat sie dementiert. Und ich meine, sie ist die erste Quelle in diesem Falle, ja. Und da muss man die Kirche dann auch im Dorf lassen. Ja? Hallöchen, Freunde. Eigentlich wollte ich jetzt gar keine Story machen, weil ich jetzt ja auch gerade was anderes zu tun habe. Einfach eine wunderschöne Zeit auf alle. Natürlich habe ich den Bildartikel gerade gesehen und ich muss euch eins sagen, ich bin echt komplett tiefenentspannt, weil ich weiß, ich habe nichts gemacht. Leute, mal ganz kurz, wenn ich das gemacht hätte, was in dem Bildartikel mir vorgeworfen wird, ich sage euch eins, da wird man auf Ewigkeit in allen Sendungen gesperrt, das ist das Schlimmste überhaupt. Und ich sehe es einfach nur als Witz an. Und ich glaube, diese Info jetzt kommt einfach nur von einer gewissen Person an die Bild, weil diese Person gerade ein großes Problem hat, dass ich eine schöne Zeit auf Malle habe. Ja? Also, dass es Neid gibt, ohne Frage. Das ist immer ein Motiv, auch jemanden schlecht dastehen zu lassen. Da stimme ich ihm zu. Das was mir vorgeworfen wird, sorry, Alter, also mehr Rufmord geht nicht. Und das ist wirklich die komplette Katastrophe. Und Leute, mal ganz im Ernst, also ich brauche es jetzt auch wirklich nochmal hier ganz offen, obwohl ich es eigentlich machen müsste, weil ich mir echt nichts vorzuwerfen habe. Und überleg doch mal selbst, eine Person zu würgen in einem Reality-Format. Ey, würde sowas passieren, dann würden drei Securities reinrennen, einen auf den Boden drängen und man würde für alle Ewigkeiten rausfliegen. Und ich habe da jetzt wirklich überhaupt keine Angst. So. Also da kann ich schon mal sagen, also das in der Security gibt es da nicht eigentlich. Also ich kenne jetzt bisher kein Format, wo da eine Security da wäre. Also es ist ja jetzt kein Club, ja. So, selbst nach den schlimmsten Ausrastern haben Leute weiterhin gedreht. Ob es ein André Mangold ist, ein Willi Herren ist, ein Mike Zees, der auch bei Kampf der Reality Stars dieses Jahr war, kurze Zeit nach dem Sommerhaus. Also komischerweise waren sie eigentlich alle bei Kampf der Reality Stars, um sich zu rehabilitieren. Und deshalb muss man da also auch sagen, das ist natürlich eine Sache, wo ich jetzt sage, okay, schwierig, weil, wie gesagt, das kann einem natürlich auch weiterhin noch, es kann einem auch natürlich weiterbringen. Ob das gut oder schlecht ist, das sei mal dahingestellt. Aber da wäre wahrscheinlich Produktionsmitarbeiter reingekommen und hätten die Situation entschärft. Aber von der Security, die da jetzt auch da ist, das habe ich also noch nicht gehört. Also muss ich ehrlicherweise sagen. Aber gut. Vielleicht war es so. Das ist ja mit der Produktionsfirma, mit dem Sender. Es wurde 24 Stunden gefilmt. Also ich würde gerne das Bildmaterial dazu sehen. Da würde ich wirklich gerne das Bildmaterial sehen. Und dementsprechend, Leute, egal was es ist, das ist eine ganz, ganz ekelhafte Nummer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hier auf Malle. Das ist nicht schön zu lesen, man muss immer sagen, ich habe Familie. Ja, es ist auch Fernsehen, aber das, was da überhaupt wird, ist wirklich eine Sache, wo ich echt sage, jetzt will man wirklich auf den Boden bringen und wirklich mein gesamtes Leben kaputt machen. Das ist traurig zu. Also, da muss ich auch sagen, ich habe vielleicht auch ein bisschen hart reagiert auf die Gesamtsituation. Das gestehe ich mir auch ein, dass ich da vielleicht auch nicht, dass ich da auf jeden Fall nicht auf seiner Seite war. Ich fand halt aber auch vieles eben nicht gut. So, ich versuche das natürlich immer neutral. Man kann aber nicht ganz neutral bleiben, weil man hat natürlich auch immer seine Favoriten da drin und eben Leute, die man nicht ganz so mag. Das ist aber in jedem Format so. Und ich entschuldige mich dafür nochmal, wenn ich da Erik zu sehr verletzt habe mit ein, zwei Aussagen. Die habe ich dann auch rausgenommen aus dem Video. Und das ist mit ihm auf jeden Fall geklärt. Und von daher sehe ich das richtig positiv jetzt, ja. Also ich habe mit Erik direkt gesprochen, wir haben das für uns geklärt, er fand meine Reaktion zu harsch. Natürlich weiß er auch, dass wir natürlich auch ein bisschen schauen müssen, dass wir mit den Videos auch etwas polarisieren, aber wichtig ist, dass wir uns nicht Kram sind, also das kann ich auch gerade mal zumindest mal noch wenigstens dieses eine kurz zeigen. Also wir haben
dass man wirklich sieht, dass wir auch geschrieben haben. Ich weiß jetzt nicht, ob man es sehen kann. Also auf jeden Fall ist es so, dass wir im Austausch heute waren und dass das auch, ja, dass er da jetzt vielleicht auf mein Video nicht ganz so positiv reagiert hat, ist ja auch in Ordnung. Ich habe auf ihn ja auch nicht positiv reflektiert, als er jetzt da drin war. Jetzt hoffen wir einfach, dass sich diese Situation vielleicht nochmal seitens RTL oder seitens der Produktionsfirma klären mag oder vielleicht sich wirklich jemand nochmal ganz klar äußert oder wir vielleicht doch nochmal bei einer Wiedersehensshow etwas Bildmaterial zu sehen bekommen, was wir bisher nicht gesehen haben. Dann sind wir alle etwas schlauer. Auf jeden Fall muss ich sagen, hat es bei mir wieder doch ein paar Zweifel geweckt, sonst hätte ich jetzt dieses Video auch nicht gemacht. Ob jetzt Kata oder Erik, es gehören immer zwei zu einer Situation dazu und nicht nur eine Person. Das vollständige Video von Instagram könnt ihr euch angucken, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, meine Lieben, in dem Sinne wünsche ich euch erstmal einen guten, fröhlichen Samstag und ja, bis denne.